Ich baue jetzt Einkaufszentren und möchte das Leben noch ein wenig genießen. Sagt's und weg ist er. Nach nur 2 Parlamentssitzungen verabschiedet sich Frank Stronach morgen endgültig aus der Politik. Herzlich willkommen und schönen Abend beim ZIP-Magazin. Morgen will der Austro-Kanadier noch eine Abschiedsrede im Parlament halten, dann sein Mandat abgeben. Geld wird er der Partei keins mehr zahlen, braucht das Team Stronach aber einen Rat, würde er immer zurückrufen. Nur je weniger, desto besser. Nicht einmal 1,5 Jahre hat sein Politauftritt gedauert. Hier ein Protokoll der besten Auf- und Fehltritte. Ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Tag ist, der in der Geschichte Österreich eingehen wird. This is a man's world. Ich bin ein Steuerzahler und ich verlange, dass ich das Recht habe, mich hier auszudrücken. Lassen Sie mich ausreden. Ihr lasst mich da nicht aussprechen. Sie wollen streiten mit mir? Nein, noch einmal. Ich muss mir die Medien kaufen, um dass ich zur Bevölkerung komme. Ich sage noch einmal, ich komme noch einmal zurück. Das ist ein guter Report, aber die Wirtschaft verstehen Sie nicht ganz so. Noch einmal. Ihr versteht alle nichts von der Wirtschaft, denn die Wirtschaft ist sehr wichtig. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Kittel kostet 2000 Euro. Wenn irgendwer die Chinesen oder irgendwer einmarschieren würden, was hilft die Neutralität? Österreich-Card. Vielleicht können Sie uns das kurz erklären, was da gemeint ist. Österreich-Card? Ja, haben Sie in Ihrem Programm? Nein. Doch, ich sag's Ihnen. Nein. Ich glaube, du bist fehl am Platz. Ich glaube, du warst ein guter Koch und ein guter Kellner. Aber das braucht ein bisschen mehr, im Parlament zu sein. Ich sehe, das Licht blinkt schon ein bisschen. Ich muss mich einmal genau analysieren, ja? Okay, fair enough, ne? Ich bin, wer ich bin. Und ich könnte anders nicht leben. Ich stehe immer zur Verfügung. Ich habe mein Handy meistens eingeschaltet. Und wenn ich am Strand liege in Florida und das Handy läutet und es sieht im Stronach, würde ich es gerne abheben und sage, was gibt's? Ich werde ein bisschen fad sein, wenn ich nicht mehr da bin. Ja? Ja.